Kapitel 3 Winnetous Bote. Zwischen Texas, Arizona, New Mexico und dem Indianerterritorium oder noch anders ausgedrückt, zwischen den Ausläufern des Ozark-Gebirges, der unteren und der oberen Sierra Guadalupe und den Gualpa-Bergen, rings eingefasst von den Höhen, die den oberen Lauf des Rio Pecos und die Quellen des Red River, Sabine, Trinidad, Brazos und Colorado umgrenzen, liegt eine weite, unfruchtbare Strecke Landes, die man als Sahara der Vereinigten Staaten bezeichnen könnte. Wüste Strecken, dürren, glühenden Sandes wechseln mit nackten, brennend heißen Felslagerungen, die nicht imstande sind, auch nur dem allerdürftigsten Pflanzenwuchs die kärgsten Daseinsbedingungen zu gewähren. Schroff und unvermittelt folgt die kalte Nacht auf die Hitze des Tages. Kein einsamer Dschebel, kein grünendes Wadi unterbricht wie in der Sahara die tote, einförmige Wüste. Kein stiller Bir lockt mit der belebenden Feuchtigkeit eine kleine Oase hervor. Sogar der durch den Steppencharakter vermittelte Übergang von den reich bewaldeten Berggebieten zum unfruchtbaren, leblosen Sandmeer fehlt gänzlich. Und der Tod tritt dem Auge überall unverhüllt in seiner fürchterlichsten Gestalt entgegen. Nur hier und da steht, man weiß nicht, durch welche Kraft hervorgerufen und erhalten, ein einsamer, lederartiger Mesquite-Strauch, gleichsam zum Hohn für den nach einem grünen Punkt sich sehnenden Blick. Ebenso erstaunt trifft man zuweilen auf eine wilde Kaktusart, die entweder nur in einzelnen Exemplaren steht oder Gruppen bildet oder auch weite, ausgedehnte Flächen eng bedeckt, ohne dass man sich ihr Dasein enträtseln und erklären kann.